Ja, hallo meine Freunde, da sind wir wieder. Ich habe euch was Schönes mitgebracht heute, die Mai Tai. Klassiker kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich werde euch ein bisschen was über den Mai Tai erzählen und natürlich mit euch zusammen den Drink machen. Ich nehme heute einen Tiki-Becher, passend zum Mai Tai. Falls ihr keinen Tiki-Becher habt, könnt ihr auch einen großen Tumbler nehmen oder ein Highball-Glas, wie ihr möchtet. Weil wir natürlich auch nicht einen kalten Mai Tai haben wollen, müssen wir unser Glas und unseren Shaker trocknen. Zuckersirup brauchen wir. Natürlich der Mandelsirup darf Mai Tai auch nicht fehlen. Dry Orange für den schönen fruchtigen Geschmack am Mai Tai. Für den Kater Blanca entschieden. Schönes Rum-Aroma, nicht zu kräftig. Weil wir haben ja noch den Bacardi Quattro Anero. Fiago. Schönes süßes Aroma, vanilliges Aroma. Leicht dezent, also passende Gegenstück zum Bacardi Kater Blanca. Dann brauchen wir natürlich noch eine Garnitur. In dem Fall des Mai Tai nehmen wir eine Limetten-Minzen-Garnitur. Allererstes fange ich an mit 3 cl Limettensaft. Wir gehen hier mal von frischer Qualität aus. Was so viel heißt wie das Beste von dieser Welt, unglaublich. Und so ist diese Anekdote mit dem Mai Tai zustande.